In der Nacht zum Samstag hat ein brennender Salattransporter die Autobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Hockenheim und dem Autobahndreieck Hockenheim lahmgelegt. Ein 43-jähriger Sattelzugfahrer hatte gegen 1.45 Uhr kurz nach der Rheinbrücke bemerkt, dass Rauchschwaden aus seinem Kühlanhänger nebelten. Als der Fahrer kurz darauf auf dem Seitenstreifen anhielt, um nach der Ursache zu schauen, ist der ganze Anhänger plötzlich in Flammen aufgegangen. Der 43-Jährige konnte noch seine Sattelzugmaschine abkoppeln und sich in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr standen mehrere tausend Salatköpfe in Flammen. Die Ladung und der Anhänger waren nicht mehr zu retten. Und für uns begab sich dann die Schwierigkeit, dass diese Anhängermaschine in Vollbrand stand, schwer zugänglich, dadurch, dass das Dämmmaterial von uns nicht ohne weiteres geöffnet werden konnte. Im Anhänger befanden sich Salatkisten, die sehr eng gestapelt waren und die teilweise im Brand sich befanden. Und durch das schmelzende Plastik sind diese Kisten alle miteinander verbunden. Und dadurch hat sich die Löscharbeit in die Länge gezogen. Wir sind jetzt noch dabei, Nachlöscharbeiten durchzuführen und das Fahrzeug so weit es geht leer zu räumen, um an vorhandene Glutlöcher noch zu kommen. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein technischer Defekt gilt als wahrscheinlich. Die A61 musste aufgrund der massiven Rauchentwicklung auf dem besagten Abschnitt voll gesperrt werden. Die Bergung der Ladung und besonders des Anhängers hat sich bis in die Morgenstunden hingezogen. Erst ab 7.40 Uhr war die Autobahn wieder frei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.